Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Dead by Daylight. Oh, das war jetzt gerade lustig. Ich denke mir so, theoretisch laberst du irgendwie immer beim Aufnehmen. Warum bist du jetzt eigentlich nicht im TS? Weil ich jetzt mit jemandem, also jetzt, der hört mich nicht, ist klar. Also außer ich schaue dir das Video später an. Und ich so, hä? Mir fehlt was. Und ja, klar, du nimmst das theoretisch auf. Oh. Und deswegen sind wir jetzt im Ladebildschirm. Ja, wir sind ziemlich schnell in der Lobby gekommen. Wir waren zu zweit. Also ist zurzeit Killer en masse. Ich habe zwei knurrende Meerschweinchen im Hintergrund. Also nicht knurrende, aber fiepende. Eher tief fiepende. Nicht hoch, sondern tief fiepende. Oh, egal. So, mal schauen, wie denn jetzt. Wie wir uns heute schlagen, ob wir uns heute sehr gut schlagen oder eher nicht so gut. Tal der Qual. Oh. Immer diese Qualen. Und ich mag die Map nicht. Ich hasse immer diese komischen Felder. Diesen Maisfelder. Weil es immer so schwer, da irgendwie dem Killer zu entkommen. Und nicht so meins. Oh. Achso, da war eins. Auf geht's. Gleich mit dem ersten Fähigkeiten-Check. Der zweite folgt sogleich. Und alle guten Dinge sind drei. Ja. Da war ich richtig gut. Also zweimal gut und zweimal sehr gut. Jetzt kommt noch einer. Ja, der war wieder sehr gut. So, ich muss auf den Hocken. Ich weiß nicht, wie der hinkommt. Ist hier irgendwo ein Haken? Oh, das ist ein Haken in der Nähe. Was war das für ein Ton? War ganz komischer. Nein, er geht nicht wahrhaftig zu diesem Haken. Oh nein, er wird im Keller aufgehangen. Oh, Keller ist das Behindertste. Weil du da richtig schlecht hinkommst. Oh nein, ihr versucht auch Fluchtversuche. Na, dann können wir es gleich vergessen. Ob ich da nicht nach hinten renne oder so. City first! Okay, natürlich Mist. Okay. Es geht ja mega schnell, sind sie hier alle weg vom Fenster. Jetzt können wir nicht vorbereiten. Super, dann ist der Licht flach. Okay, ich wollte jetzt endlich mal diese Kiste durchsuchen. Was ist denn das? Die Taschenlampe, schon klar. Aber die sieht irgendwie anders aus. Das ist die Special und das hat gerade geleckt. Ich lade doch nichts hoch. Noch ein paar bis mit schon lade extra nichts hoch. Nein! Oh nein! Oh Gott, das ist ärgerlich. Na super. Hängt ja gleich der nächste. Oh, der ist auch so weit weg.
weiß nicht, schaffe ich das denn noch? Den zu reparieren? Ah, ich versuche es, ja. Ich will den eigentlich jetzt hierher locken. Dass der Camper nicht kommt. Aber ich vermute, es ist ein Camper. Bei dem Holz liegt eine Falle. Okay. Wo liegt eine Falle? Natürlich war es das gemeint. Oh nein! Ich habe jetzt gedacht, das sind die scheiß Umknickdinger. Oh. Ja, ist auf jeden Fall ein Camper. Ist ein richtiger Camper. Ja, jetzt aber so ruhig. Das war ein richtiger Camper, das ist halt richtig blöd. Mess dann halt auf. Ah, shit. Also das war echt blöd. Also er stand halt. Aber er war halt auf eine gewisse Art und Weise auch gut. Also. Aber trotzdem ist es halt scheiße, wenn du dem Überleben halt nicht irgendwie mal eine geringe Chance geben gibst, dass sie irgendwie halt kommen könnten oder jemand kommen könnte und abhängen könnte. Aber naja, mal gucken, welches Ranking. Wir sind bestimmt letzter Platz. Nein, erster. Jawohl. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Dead by Daylight. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Tag.